Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, Location Changing. Ich bin in Frankfurt und zwar auf dem Dalton Event. Und wenn du Bock drauf hast, dass ich dich so ein bisschen vlogmäßig mitnehme, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ging alles ein bisschen verrückt heute hierzu, muss ich gestehen. Also, ja, die Züge sind ausgefallen, weil es da wohl irgendwie eine kleine Problematik gab. Und ich glaube im Funkverkehr. Und dann ist in ganz Norddeutschland einfach mal so das komplette Zugsystem lahmgelegt worden. Denise hat sich dann eben noch schnell mit Janine kurz geschlossen und dann wurde eine Lösung erarbeitet. Und die Lösung war, dass die liebe Irina, ich verlinke sie euch lieben gerne mal in der Infobox, hatte dann tatsächlich angeboten zu fahren und hat Melli und mich auch mitgenommen, weil wir kommen ja alle aus der gleichen Ecke. Und ja, wir wurden hier gut hingebracht, um das mal so zu sagen. Irina hat einen sehr angenehmen Fahrstil. Und ja, jetzt haben wir uns einen Parkplatz gesucht, sind angekommen, sind eingecheckt. Ich freue mich schon mega auf das Event. Dalton hat uns eingeladen, hier in Frankfurt dabei zu sein. What a Peeling. Es werden 3 neue Peelings vorgestellt. Die habe ich euch ja schon in meinem Video gezeigt. Die AHA, BHA und PHA Geschichten. Und heute ist dann das offizielle Launch-Event. Und natürlich könnt ihr mit Hero Claudi auch nach wie vor bis zum 16.10. 25% auf das Sortiment bei Dalton sparen. So Leute, ihr merkt, ich bin ein bisschen abgehetzt. Ich muss mich ein bisschen fresh machen. Und dann schauen wir mal, wen wir gleich auf dem Event alles treffen werden. Das ist mein Outfit, ne? Es ist wirklich super entspannt. Es ist ein Herbst-Outfit. Mr. Bauchi ist natürlich jetzt auch kurz vorm, ich möchte irgendwann mal rauskommen, gedünsen. Dementsprechend ist es einfach eine entspannte Kiste. Ein schöner Wollrock, relativ schickes Oberteilchen. aber sehr chillige Schuhe. Ich bin es ja normalerweise eher gewohnt, hohe Schuhe zu tragen. Ja, ne, aber mit 1,73 überschaue ich schon noch das Geschehen ganz gut. Ja. Tatsächlich bin ich jetzt von der Roomtour ein bisschen außer Puste. Geil.
Morgensonnenschein. Dieses Bett war einfach so bequem. Oh, das war echt angenehm, hier zu schlafen. Und ja, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen fertig machen, denn gleich treffen wir uns zum Frühstücken. Bei Tageslicht sieht das dann so aus. Also ich habe halt nur die Cupid's Arrows von Nabla drauf gemacht, dann Eyeliner, also vorher hier Becker Under Eye Corrector Gedönsen, ne? Und Mascara. Jo, finde ich eigentlich für wir gehen frühstücken mit den Mädels ganz entspannt. Und tutto completi haben wir hier jetzt einmal das Outfit of the Day. Ein entspanntes Kleidchen, Strumpfhose, chillige Schuhe. Läuft. Ich bin schon ein paar Tage wieder zu Hause, bin aber noch nicht dazu gekommen, den Schluss des Videos zu drehen. Ich möchte euch nämlich noch gerne so die Goodie-Bag zeigen, die ich bekommen habe. Tada! Es war so schön, alle zu treffen. Es war so schön, alle in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Es war so, ich liebe es einfach, wenn man mit Menschen zu tun hat. Wisst ihr, was ich meine? Und einfach auch merkt, dass hinter jedem Menschen, der sich auch vor eine Kamera setzt und da in die Leere spricht, gefühlt, aber es wird halt letztendlich Gott sei Dank auch von vielen Menschen geschaut. Von euch. Danke. Ihr seid cool. Genau, dass da halt auch wirklich Menschen hinter sitzen, ne? Also das sind so liebe Leute, nicht nur die Dalton-Ladies, also das definitiv. Die kenne ich ja schon seit Korfu und das sind die knuddeligsten Ladies, die ich je kennenlernen durfte. Ich sag's euch, ganz tolle Kooperationspartner. Das ist ein faires Verhältnis, was man miteinander hat, ein ehrliches Verhältnis und richtig, richtig, richtig cool. Muss ich wirklich an dieser Stelle nochmal ganz intensiv betonen, denn das ist leider in diesem Haifischbecken, in dem ich mich jetzt beruflich bewege, nicht selbstverständlich, dass man halt so eine tolle Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern haben kann. Also, dass ich ehrlich sein darf und dass die auch ehrlich sein dürfen und man halt wirklich eine ganz, ganz tolle Kommunikation hat. Ich bin so happy, dass ich meine wundervolle Denise habe. Ich sag's euch, Leute. Die ist so grandios. Also eine ganz liebe. Ich lese euch ja auch manchmal ihre Botschaften vor, wenn sie mir dann Pakete zukommen lässt und so. Wirklich eine ganz tolle. Und ja, aber auch das komplette Team. Janine, Vanessa, alle wundervoll. Ja, genau. Und dann natürlich auch die ganzen Kolleginnen, die ich da getroffen habe. Ne? Wahnsinn. Katrin habe ich das erste Mal live und in Farbe gesehen und ich habe mich erstmal gewundert, wie groß diese Frau ist. Das war so cool. Und ja, natürlich Nicole, Melli, Amelie. Das war echt schön, die alle zu sehen. Irina. Oh Gott, Irina, mein Engel. Ich sag's euch. Die Frau, die uns davor bewahrt hat, im Nirvana zu enden, war ja dieses komische Zugchaos war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da war halt wegen, wie soll ich das sagen, Demonstranten oder so, haben da ja quasi die Funkverbindung für Norddeutschland der Deutschen Bahn gekappt bei irgendeinem Bahnhof und dementsprechend sind ja alle Züge ausgefallen an dem Samstag.
Und ich hatte an dem Sonntagmorgen dann auch nochmal so, oh mein Gott, wie komme ich nach Hause und so. Ich meine, theoretisch wären die Züge gefahren, aber nicht so wirklich zuverlässig. Da habe ich Irina gefragt, ob sie mich auch mit nach Hause nimmt. Da haben wir einen kleinen Abstecher noch woanders gemacht, weil sie da noch jemanden besucht hat. Ich sage, du, das ist vollkommen in Ordnung. Besuch, wen du möchtest. Gib mir einfach nur ein WLAN-Passwort und ich kann arbeiten. Da habe ich nämlich mein Stylevana Adventskalender-Unboxing geschnitten. Richtig geil. Und ja, ist halt so, ne? Setz mich irgendwo hin, gib mir ein WLAN-Passwort und Strom und ich kann halt machen, ne? Ich hatte mein Laptop ja mit und das ist halt so dann für mich, ich kann von überall aus arbeiten und wuseln und das ist halt für mich praktisch. Und da bin ich dann auch einfach eine sehr, ja, weiß ich nicht, umgängliche Person, glaube ich. Ja, ansonsten halt die ganzen, ach, so viele Menschen, ne? Monique und Mösi und alle. Und die einzige, die ich halt vorher noch nicht kannte, war Oksana. Ich verlinke euch eh die ganzen Ladies in der Infobox, ne? Aber auch Oksana, mega lieb. Laura war auch mit auf Korfu, also super viele, die ich halt auch einfach schon kannte. Und ja, das war einfach cool. Einfach cool und schön und es war wie so ein Mädelsabend, den wir genossen haben im Herzen von Frankfurt. So hieß nämlich diese Bar, diese, weiß ich nicht, Bar, hätte ich jetzt dazu gesagt, ne? Und da haben wir auch lecker Kuchen gegessen, nachher lecker Abendbrot gegessen. Also wirklich, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse in meinem Brain, das war echt cool und schön und oh, dieses Hotelbett war einfach ein Traum, es war wunderschön, ich habe mich so wohl gefühlt, einfach, ich habe mich wohl gefühlt, ich glaube, das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf und ja, jetzt kommen wir nämlich zu Goodie Bag, denn ja, ein Großteil aus der Goodie Bag wird verlost und dann packe ich euch dann noch ein paar andere Sachen mit in die Box und dann mache ich euch ein schönes Verlosungspaket, denn natürlich, einer von euch kann was gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket quasi zu gewinnen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Hero Claudi gibt euch bis zum 16.10. auch immer noch die 25% Rabatt. Da ja, könnt ihr auch auf diese ganzen Angebote und Sets und so weiter halt auch sparen. Und das finde ich total cool. Leider nicht auf den Adventskalender, aber der ist so gut wie ausverkauft. Das wäre halt auch jetzt nicht so schlau von Dalton, den zu reduzieren, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Ne? Aber gut, ja. So, jetzt gucken wir mal in die Bag rein. Und sie ist natürlich richtig hübsch. Ich mag das ja total gerne. Ne? Also solche Taschen, oh, sind sehr schön. Die wird auch weiter behalten. Die nehme ich immer gerne. Ich habe ja so eine Art Rohrpost in Anführungsstrichen. Also ich bin ja hier oben immer am Schneiden, am Drehen und hier sind dann die ganzen Produkte. Hier mache ich dann aber immer schon eine Vorsortierung. Das heißt, in meine Backups kommen dann schon Produkte rein. Dann habe ich immer hier zwei Tüten an meiner Klinke hier hängen. Eine Tüte, wo dann die ganzen Produkte für Verlosung und so weiter reinkommen, die dann quasi in zwei Etagen tiefer im Keller ins Lager kommen. Das Lager wird aber irgendwann mal, keine Ahnung, auch auf diese Etage hier kommen. Und dann habe ich noch eine Tasche, die dann ins Erdgeschoss mitwandert, quasi ja, da, wo wir halt so wohnen und leben, ne? Und das halt so ins Badezimmer oder keine Ahnung, alles Mögliche kommt dann da auf und mal rein, ne? So, labern kann die Frau. Ich meine, deswegen macht sie das ja auch beruflich. So, hier habe ich nicht nur Produkte aus meiner Goodie Bag drin, sondern es gab halt auch so einen Gabentisch, ich weiß es nicht, da waren halt ganz, ganz viele Produkte aufgestellt und die lieben Ladies bei Dalton sagen auch immer, Leute, nehmt euch das mit, wir wollen das nicht wieder alles mit nach München schleppen und ja, das habe ich auch gemacht. Einen Adventskalender konnte ich leider nicht mehr abgreifen. Ja, da waren zwei. Die wurden gut mitgenommen. Ich habe einmal mein liebstes Ampullenset mitgenommen, was ich euch auch ans Herz legen möchte. Das ist das richtig tolle Anti-Aging-Ampullenset von Dalton. Da sind meine fünf liebsten Ampullen drin. Also von der Wirkung her, die einzige, die ich halt... Ich sag's immer wieder, ihr wisst das, ne? Die ich zwar von der Wirkung sehr schätze, aber leider von dem Duft nicht, ist die Extreme Lift, aber die macht halt wirklich was mit eurem Gesicht. Ich finde diese Ampullen-Collection einfach perfekt. Die könnt ihr wirklich mal über 5 Tage hintereinander verwenden und euch dann mal angucken, was eure Haut dann zu euch sagt. Ich sag's euch, das ist der Wahnsinn. Die Extreme Lift, die Q10, die KW Deluxe, die Hyaluronic Urea und die C-Ampulle sind hier drin enthalten. Und das ist für mich trockene, sensible Haut, die schon ein bisschen reifer unterwegs... Ein bisschen reifer, hört sich auch irgendwie böse an, aber 33 Jahre, Leute, ne? Und 20 Jahre geraucht, das war nicht gut für die Haut, nein. Ich mag's gar nicht laut aussprechen, weil ich habe immer Angst, dass irgendwer sagt, dass ich total dämlich bin, dass ich das gemacht habe und die Person hätte so recht. Naja, auf jeden Fall
möchte man ja auch ein bisschen Vorbild sein, ne? Fangt so ein Blödsinn nie an. Kein Alkohol, nicht rauchen, nur gesunde Ernährung und immer nur alles mit Liebe behandeln. Keine Abschminktücher, ihr wisst Bescheid, ne? Genau, all das macht eure Haut halt ein bisschen verrückt. So, was habe ich denn noch hier alles drin? Das ist so aufregend. Ich habe gut zugelangt, das muss man wirklich sagen. Aber ich habe gesagt, nee, wenn die Tasche voll, dann ist die Tasche voll, ne? Hier habe ich noch zweimal mitgenommen. Das kriegt man nämlich jetzt auch gratis mit dabei. Ich glaube, ab 80 Euro bekommst du die Tagescreme in dieser kleinen Größe mit dabei und ab 100 Euro Einkaufswert die Tages- und die Nachtcreme. Das ist die Blue Essentials Skin Guardian Cream mit 15 Millilitern. Das hier ist jetzt einmal die Tagescreme, Day Protect Cream. Ich meine, dass ich die tatsächlich auch mal irgendwann in der Glossybox drin hatte. Meine ich schon. In der Full Size. Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe sie aber zweimal mitgenommen, dass ich dann quasi einmal eine vielleicht so auch mit in die Krankenhaustasche packen kann oder so. Ne? Mal gucken. Weil Mr. Bauch, ich möchte in 4 Wochen schlüpfen. Und das fand ich auch so süß. Ne? Die ganze Zeit waren alle Ladies, also sowohl die Kolleginnen als auch die Dalton-Ladies, super bemüht und aufmerksam und haben mich gefragt, ob es mir gut geht, ob es Mr. Bauchi gut geht und so. Ne? Das fand ich süß. Ja. Und wäre es nicht Dalton gewesen, bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich mich nicht hingesetzt und wäre zu dem Event gefahren. Und das zeichnet Dalton wirklich aus, ne? Weil normalerweise 4 Wochen vor der Geburt oder 5 Wochen vor der Geburt war das ja noch, fährst du nicht quer durch Deutschland einen Weg, 5 Stunden oder so, um an einem Event teilzunehmen. Also deswegen, das macht Dalton einfach. Das ehrt Dalton tatsächlich sehr. Genau. Und dann habe ich hier nochmal die Night Recovery Cream mit 15 Milliliter, auch aus der gleichen Reihe, weil ich mir gedacht habe, komm, wenn ich die auch verlose, ist das ganz schön, wenn man Tag- und Nachtcreme so zusammen hat. Und 15 Milliliter, das kannst du dann schon über einen gewissen Zeitraum einfach mal ausprobieren, wie die Haut so darauf reagiert. Ne? Finde ich sehr, 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 sehr toll. So, da habe ich noch mehr vom Gabentisch mitgenommen, aber da werde ich euch vielleicht das ein oder andere von mopsen und nicht komplett verlosen, weil ich liebe diese neuen Augenpads, die Dalton herausgebracht hat. Die sind jetzt ja 100% biologisch abbaubar und ja, das ist einfach dieses Produkt. Das sind, ich sag so gerne, Augenpads, mit denen du über Kopf an der Decke staubsaugen könntest, weil die halten so bombenfest, weil die so geriffelt sind, waren die vorher ja auch, aber jetzt sind die noch besser, also die halten richtig gut, ich kann damit richtig viel Blödsinn machen und ja, kühlende und duftstofffreie Gelpads, ich finde die klasse mit Plankton und Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol und das sind halt ganz tolle Eyepatches, kann ich euch empfehlen, die machen wirklich was, wenn ihr irgendwie plant, irgendwas Besonderes zu machen oder so, macht euch die morgens drauf. Das tut einfach gut. Am besten vorher in den Kühlschrank, ne? Weißt du Bescheid? So, allerhand habe ich hier noch eingepackt. Genau, das ist eine kleine Überraschung. Soll ich euch die Überraschung vorwegnehmen? Denn das liegt jeder Bestellung bei, die halt quasi mit meinem Code bestellen. Das ist so eine kleine persönliche Botschaft von mir. Also das hat auch tatsächlich meine Ansprechpartnerin designt. Hey, wo ist denn jetzt das Licht hin? Alexa, Studio an. Okay. Ne, hast du nicht gemacht. Alexa, Studio aus. Okay. Alexa, Studio an. Okay. Das ist auch eine Troller manchmal, ne? Moment, ich habe, ne, das ist immer ein bisschen blöd geregelt. Ich habe hier einige Softboxen und so, die halt dadurch gesteuert werden. Und 3 Lampen muss ich immer manuell anmachen. Jetzt seht ihr jetzt mal hier, behind the scenes, ich sag's euch. So, hier ist übrigens Mr. Bauchi. Genau. Tada! Da ist er. Das ist einfach aufregend mit dem Kleid. Auf jeden Fall. Jeder, der mit meinem Code bestellt, bekommt es beigelegt. Und das ist halt auch etwas, was meine Ansprechpartnerin quasi designt hat. Die ist nämlich für sowas zuständig und auch fürs Packaging. Dann habe ich hier noch drin. Genau, hier mein 25% Code und da steht es hinten auch nochmal drauf. Ab 80 Euro Blue Essentials Tagescreme in der Promotion Size mit 15 Millilitern und ab 100 Euro bekommst du die, also Einkaufswert bekommst du die Tages- und die Nachtcreme. Das ist cool und das wird automatisch in den Warenkorb gelegt. Das wusste ich nämlich auch vorher nicht. Das haben die uns dann da auch erzählt. Dann habe ich hier noch den Dalton Peeling Guide
Den lege ich euch, glaube ich, auch mit bei, weil, genau, ich habe euch ja ein komplettes Video darüber gemacht, ne? Das könnt ihr euch hier mal anschauen über die neuen Peelings, was ja auch der Grund war für das Event, was wir gemacht haben. AHA, BHA und PHA. Die drei Schätzelein sind hier natürlich in der Goodiebag mit drin. Tada! Und die werden auch mit verlost, ne? Also die bekommt ihr safe. Denn ich habe meine ja auch hier. Ich habe sie natürlich noch nicht angebrochen, weil ich noch nicht darf. Ich bin noch zu schwanger. Aber das ist in Ordnung. Ich lege euch die einfach mal mit bei, dass ihr mal gucken könnt, wie die so bei euch dann funktionieren. Und ich finde die wirklich, also das, was ich auch gesehen habe, ne, finde ich sehr, sehr ansprechend. Was man auch gehört hat, finde ich sehr, sehr ansprechend. Und ich finde Säurepeelings einfach so gut, weil die so viel mit der Haut anstellen, Leute. Ich sag's euch. So. Komplettes Video darüber gemacht, wisst ihr Bescheid. So, dann habe ich noch Masken mitgehen lassen, mit eingesteckt. Auch die werden natürlich in das Verlosungspaket mit reinkommen. Drei habe ich noch gekriegt. Die Kaviar Deluxe war auf wundersame Weise schon bereits vergriffen. Meine absolute Lieblingsmaske, das ist die Hydrogelmaske, die einfach wie ein Saugnapf auf deinem Gesicht ist und langfristig diese Feuchtigkeit spendende Geschichte hat, dass deine Haut so, so toll ist. Also wirklich, du ein bis zweimal pro Monat gönne ich mir sowas. Die kannst du bis zu dreimal theoretisch verwenden. Also wenn du die wirklich dann auf deinem Gesicht drauf hattest, die 10 Minuten, 15 Minuten und dann wieder vorsichtig runternimmst, schön zusammenfaltest und dann wieder hier reinpackst, am nächsten Tag nochmal verwendest, dann ist gut. Dritter Tag kann man machen, finde ich persönlich grenzwertig, aber dann kannst du die zum Beispiel auch auf dein Dekolleté oder so legen, ne? Auch das ist eine Möglichkeit, weil das Serum, was da drin ist, das reicht safe dafür. Ja, das ist ein wundervolles Produkt, meine absolute Lieblingsmaske, die jemals irgendwer herausgebracht hat und die ich auf meinem Gesicht hatte. Ich hatte schon Masken ausprobiert, eben durch Beautyboxen oder durch Adventskalender, die viel, viel teurer waren, aber auch welche, die viel, viel günstiger waren. Und ich bin da einfach bei dieser Maske glücklich, weil ich alles bekomme, was meine Haut braucht. Dann habe ich hier noch mit drin, für die, die einfach so eine etwas unreine Haut haben oder Rötungen haben, das ist die Anti-Pickeltuchmaske. Die empfehle ich zum Beispiel, wenn man, also die ist auch relativ günstig tatsächlich, ne? Also in Relation zu den anderen Masken ist es, glaube ich, mit die günstigste Maske, die Dalton hat. Ist auch so grün, sieht so aus wie Hulk, ist witzig. Passt dann auch tatsächlich zu dem Anwendungsbeispiel, was ich euch geben möchte, nämlich während der Menstruation wird man ja auch gerne mal zum Hulk. Und das ist halt dann einfach wirklich genau zielgerechte und genau dann, wenn du sie brauchst, Pflege. Ne? Ist auch eine ganz schöne Geschichte. Und das ist einfach so eine typische Schneemann-Maske, liebe ich einfach. Die Oxygen Power Oxygen Fusion Maske. Das ist so eine aufschäumende Maske, die halt tiefen Poren tief rein, deine Haut klärt. Und das ist so eine witzige Maske, weil sie halt so abgeht. Das ist so witzig. Du musst aufpassen, dass du noch atmen kannst und immer schön die Nase so frei machen. Also für Leute, die halt so ein enge Gefühl nicht aushalten können, empfehle ich von vornherein, dass man diesen Part hier beim Mund direkt abschneidet und weglässt. Sonst hast du da halt wirklich schnell ganz viel Schaum. Aber ich finde die super. Und eine Freundin von mir hat die auch mal, mehrere Freundinnen haben die auch schon mal ausprobiert. Ich benutze auch meine Freundin manchmal gerne als Versuchskaninchen, aber das machen die gerne. Die sagte, boah, Claudi, du hast danach eine so weiche Haut, die aber trotzdem so geklärt ist, aber die ist nicht so pupstrocken. Und das macht halt die Oxygen-Fusion-Maske richtig, richtig gut. Und du hast nachher dieses frische Gefühl, ne? Yo. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls ihr Bock habt, mit dem Code HEROCLAUDI dann doch vielleicht das ein oder andere Produkt zu shoppen, wären das Empfehlungen von mir. So, diese beiden Geschichten werden safe bei mir bleiben, weil das ist extra für mich, weil Claudinchen schwanger war, als sie an dem Event teilgenommen hat, hier reingepackt worden. Die anderen haben nämlich ein Cocktail mit Kravum bekommen und ich habe einen antialkoholischen bekommen. Total cool, oder? Weil wir waren ja auch in so einer Cocktailbar, wo dann auch der deutsche Meister war, der uns da ein bisschen was gezeigt hat. Das hatte ich euch ja auch mit eingeblendet. Und ich hatte ein bisschen Angst vor dem Mann. Muss ich sagen. Ich habe immer Angst vor... Wie soll man das sagen? Ich habe immer Angst davor, dass Menschen genauso tollpatschig sind wie ich. Ne? Also wenn ich das machen sollte, was er gemacht hat, hätte ich sowohl die ganzen Shaker als auch die Flaschen komplett durch den Raum geschmissen. Und da er doch sehr, sehr nah bei mir war, habe ich Angst gehabt, dass ich
irgendwann eine Flasche an den Kopf kriege, wirklich. Und deswegen bei dem einen oder anderen Vlog meiner Kollegin, die ich mir auch reingezogen habe, die mir gegenüber saßen, also von Nicole und Katrin zum Beispiel, ne, habe ich gesehen, wie ängstlich ich da teilweise gesessen habe. Okay, das merkt man dann erst im Nachhinein. Das ist nämlich hier ein antialkoholischer Pinch and Tito, ach so, Quatsch, ein Virgin Bitters Cocktail, finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, den kann ich mir nämlich dann ganz entspannt zu Hause gönnen. 100 Milliliter sind hier drin und passend dazu ist hier halt ein Glas. Ne? Und das behalte ich. Das möchte ich als Erinnerung behalten. Da steht zwar leider nicht Dalton, sondern Neo Cocktails drauf, aber damit komme ich vollkommen klar. Ich finde es einfach schön, dass uns da einfach noch so ein kleiner Moment für zu Hause mit nach Hause gegeben worden ist. Und vor allem fand ich das richtig süß, als Denise dann auch zu mir kam und sagte, ich habe dir da auch extra einen alkoholfreien reingepackt. Also das ist so aufmerksam. Das ist nicht selbstverständlich, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nicht selbstverständlich. Und ja, das war dann die Goodiebag. Und wie gesagt, ein Großteil davon wird an euch verlost, ne? An einen von euch. Und ja, der Rest vom Paket wird dann entsprechend aufgefüllt. Ich packe halt die Pakete immer gerne so, dass sie richtig pickpack voll sind, ne? Dann lohnt sich das nämlich auch richtig dann mit dem Versand. So, hab euch den Vlog gezeigt, hab euch meine Eindrücke mitgeteilt. Habe euch vom Struggle erzählt, der zu dem Zeitpunkt auch irgendwie herrschte. Und auch nochmal mehrfach auf Hero Cloudy für 25% Rabatt bis zum 16.10.2022 hingewiesen. Ja, dann würde ich einfach sagen, beende ich diesen Vlog doch einfach mal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ich würde mal sagen, Claudi testet alles Videos oder den Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, Asche auf dein Haupt, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich dann nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!